Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Rechtsanwalt Giorgio Foliano jagt einen Serienvergewaltiger, der unschuldige kleine Kinder als Köder benutzt. Wir waren zusammen unterwegs, wir waren in Kreuzberg. Und dann kam so ein kleiner Junge auf uns zu, mit einem Zettel in der Hand. Da stand eine Adresse drauf. Und danach war ihre Freundin nicht mehr gesehen. Dann ist der Junge weggerannt. Ich wollte ihm hinterherrennen. Dann wurde ich von dem Mann in die Wohnung reingezogen. So, und jetzt haben wir ein Problem, ja? Wir haben ein drittes Opfer. Der einzige Anhaltspunkt ist das Kind. Ja? Wir haben keinen weiteren Hinweis auf den Täter. Wir müssen uns auf die Suche nach dem Kind konzentrieren. Was dem auf jeden Fall fehlt, der kleine Junge, der hat hier oben einen riesen Muttermal. Ein Muttermal auf der linken Stirnhälfte. Das ist der Junge hundertprozentig. Jasmin Weyer muss etwas Schreckliches zugestoßen sein. Ohnmächtig vor Angst und Schmerzen irrt die 23-jährige Studentin durch die Stadt und bricht in den Armen von Giorgio Foliano zusammen. Alles okay? Hallo? Erst jetzt bemerkt der Rechtsanwalt Jasmins blutende Kopfwunde. Giorgio Foliano wählt sofort den Notruf. Ja, schönen guten Tag, Foliano mein Name. Ich bin gerade im Körnerpark in Neukölln. Ja, ich habe gerade eine Frau gefunden, eine junge Frau. Ich war joggen und die ist ohnmächtig geworden in meinen Armen. Die scheint schwer verletzt zu sein. Können Sie bitte sofort jemanden schicken? Ja, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was mit der Frau passiert ist. Am Anfang habe ich noch gedacht, die ist vielleicht betrunken oder so. Aber dann habe ich das Blut gesehen und gesehen, dass sie wirklich ernsthaft verletzt ist. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall ins Krankenhaus begleiten, denn mich interessiert ja auch, was mit ihr passiert ist. Die schwer verletzte Frau bleibt auf dem Weg ins Krankenhaus weiterhin bewusstlos. Während sie notoperiert wird, hat Giorgio Foliano die Polizei über ein mögliches Gewaltverbrechen informiert. Die Kommissare Simone Weichsel und Carsten Liebau sind schnell zur Stelle. Tag, Foliano ist mein Name. Ich hätte Sie angerufen. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Guten Tag. Dr. Hallo. Frank, der behandelnde Arzt. Wie geht es denn, Herr Frau? Nicht gut. Ich muss hier eine Notfall-OP einleiten. Eine Gehirnerschütterung und innere Blutung. Aber wir sind eine Sache dran. Glauben Sie, es handelt sich um ein Gewaltverbrechen? Davon gehe ich aus, ja. Sie hat Würgemale und Quetschungen. Wahrscheinlich wurde sie fixiert, festgehalten in irgendeiner Form. Wann meinen Sie denn, können wir mit der Frau sprechen? Also wir müssen bestimmt noch anderthalb Stunden operieren. Plus Aufwachphase sind sie bei 3 bis 4 Stunden, bis die Dame ansprechbar ist. Ich muss auch wieder rein. Die Schwester kann Ihnen Bescheid sagen, wenn wir fertig sind, ja? Gut, danke. Danke. Herr Foliano, haben Sie noch etwas Zeit und könnten hier warten? Wir würden Ihnen gerne noch ein paar Fragen stellen. Ja, kein Problem. Ich nehme mir einfach die Zeit. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich meine, ich will ja wissen, was mit der Frau passiert ist. Hat die Frau noch irgendetwas gesagt, bevor sie ohnmächtig wurde? Gar nichts. Die stand völlig neben sich. Die war völlig aufgelöst. Also ich glaube, die wusste nicht mehr genau, wo sie ist. Das war wirklich furchtbar. Naja, dann können wir nur hoffen, dass es ihr bald besser geht und sie unsere Fragen beantworten kann. Sobald es was Neues gibt, können Sie mir Bescheid sagen. Liebau, mein Name. Okay, mache ich kein Problem. Wissen Sie denn irgendwas über die Frau, wer sie ist oder... Leider nicht. Sie hatte nichts bei sich. Aber wir werden gleich auf dem Präsidium nochmal die Vermisstenanzeigen durchgehen und dann gucken, ob sie vielleicht schon gesucht wird. Okay, ich warte hier und sobald ich was weiß, melde ich mich dann bei Ihnen, okay? Alles klar. Danke. 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 Ich kann jetzt unmöglich zurück, einfach in die Kanzlei und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Ich meine, die Frau ist nur ein Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Und vielleicht kann ich als Anwalt ja irgendwie helfen. Vielleicht kann ich mich an der Suche beteiligen des Täters oder der Täterin. Ich meine, da draußen läuft dieser Mensch noch frei rum und der muss bestraft werden für das, was er gemacht hat. In der vermissten Kartei findet sich jedoch keine junge Frau, auf die die Beschreibung passt. Zur selben Zeit ist Studentin Niki Färber in großer Sorge um ihre Freundin und sucht deshalb Hilfe bei der Polizei. Meine Freundin ist verschwunden. Ich suche sie überall. Okay, kommen Sie mal mit hier ins das Büro. Setzen Sie sich ruhig. Dankeschön. So, erzählen Sie mal. Mein Name ist Niki Färber. Meine Freundin ist verschwunden. Ich probiere sie die ganze Zeit zu erreichen. Sie geht nicht ans Telefon. Sie antwortet auf überhaupt keine Nachricht. Mal ganz in Ruhe. Wie heißt denn Ihre Freundin und wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Jasmin. Jasmin Weyer. Wir waren gestern Abend zusammen unterwegs. Und das ist total untypisch für sie, dass sie sich jetzt überhaupt nicht mehr meldet. Okay. Müssen wir was fragen? Können Sie Ihre Freundin beschreiben? Ja, klar. Sie ist groß. Etwas größer als ich. Mhm. Schlank,
blondes, glattes Haar und gestern Abend trug sie ihre rote Lieblingsjacke. Das könnte passen, ne, mit der roten Jacke. Was könnte passen? Was ist passiert? Ja, da müssen Sie sich jetzt noch nicht aufregen. Es ist eine verletzte Frau in Kreuzberg gefunden worden. Und die trug eine rote Jacke und die liegt jetzt im Krankenhaus. Das muss jetzt nicht Ihre Freundin sein. Wir waren in Kreuzberg unterwegs, das könnte passen. Naja, das heißt ja nicht, dass es sich dabei jetzt um Ihre Freundin handelt, ne? Aber weil, um der ganzen Sache Klarheit zu verschaffen, müssten wir mal ins Krankenhaus fahren und Sie vielleicht bitten, uns zu begleiten. Sofort, lass uns Moment, sofort. Ich werde erstmal den Anwalt anrufen und mal fragen, ob die Frau jetzt überhaupt ansprechbar ist. Ja, ja? Der ist noch vor Ort, ne? Ja. So, Frau Färber, und jetzt noch mal ganz langsam. Ja, Ihre Freundin war gestern Abend unterwegs. War sie alleine unterwegs oder war sie in Begleitung? Nein, nein, wie gesagt, wir waren zusammen unterwegs. Wir waren in Kreuzberg. Und dann kam so ein kleiner Junge auf uns zu, mit einem Zettel in der Hand. Da stand eine Adresse drauf. Hm. Er meinte, er könne nicht lesen und hat gefragt, ob wir ihn dorthin bringen können. Und dann haben Sie den kleinen Jungen begleitet? Nein, ich bin zu einem Date gegangen. Jasmin meint, sie macht das alleine und kommt danach direkt nach Hause. Hm. Und danach war Ihre Freundin nicht mehr gesehen? Seitdem haben wir überhaupt nichts mehr. Hm. Okay, also der Anwalt sagt, die Frau ist jetzt ansprechbar. Würde ich sagen, fahren wir gemeinsam hin. Warten Sie kurz draußen, wir kommen dann gleich. Ich weiß gar nicht, ob... Ich weiß nicht, was ich hoffen soll, ob das Jasmin ist oder nicht. Ich mache mir so tierische Vorwürfe und solche Sorgen. Ich hätte sie einfach nicht alleine lassen sollen. Inzwischen sind im Krankenhaus die letzten Zweifel ausgeräumt. Bei dem Opfer handelt es sich tatsächlich um Jasmin Weyer, die beste Freundin und Mitbewohnerin von Niki Färber. Wenigstens ist die 23-Jährige außer Lebensgefahr. Also ich kann Sie beruhigen. Frau Weyer hat die OP gut überstanden. Sie ist natürlich noch geschwächt. Wir können Sie fragen, aber bitte ein bisschen vorsichtig. Ja? Mhm. Machen wir. Oh mein Gott, Jasmin, scheiße. Wie siehst du aus? Was haben Sie mit dir gemacht? Geht's dir gut? Nein, aber ich freue mich, dass du hier bist. Na klar. Dann sind Sie Frau Weyer? Ja. Weichsel, mein Name von der Kripo. Das ist der Kollege Liebau. Herr Fogliano, ein Rechtsanwalt, der hat Sie in Kreuzberg im Park gefunden. Können Sie sich an ihn erinnern? Ja, an das Gesicht, ja. Frau Weyer, können Sie uns sagen, was gestern Abend passiert ist? Ihre Freundin hat ja bereits erzählt, dass Sie einen kleinen Jungen nach Hause begleitet haben. Sind Sie in der Lage dazu, was zu sagen? Ja, ich habe den Jungen nach Hause gebracht und vor seiner Wohnungstür habe ich geklingelt. Dann ist der Junge weggerannt. Ich wollte ihm hinterherrennen, aber... Dann wurde ich von einem Mann in die Wohnung reingezogen. Und ich glaube, er wollte mich vergewaltigen. Oh mein Gott. Da kann ich Sie erstmal beruhigen. Die Ärzte können eine Vergewaltigung ausschließen. Der Täter ist allerdings noch flüchtig. Können Sie ihn irgendwie beschreiben? Nein, er hat eine Maske auf. Wie sieht's denn mit dem kleinen Jungen aus? Können Sie uns zu dem irgendwas sagen? Ja, der hieß Tim. Ist, glaube ich, 6 Jahre alt. Ganz normaler Junge hatte hier so ein T-Shirt an. Können Sie sich vielleicht erinnern, wo der kleine Junge Sie hingebracht hat? Vielleicht eine Straße oder eine Hausnummer? Die Straße war die Oskar-Jäger-Straße, aber die Hausnummer weiß ich nicht. Tja, die Straße führt durch Halbkreuzberg. Da kommen wir ohne Hausnummer nicht weiter. Bitte, Sie müssen den Täter finden. Bitte, so einer kann nicht weiter frei rumlaufen. Das machen wir. Sie sind ja Anwalt. Können Sie mir da nicht helfen? Ich kann Ihnen gerne dabei helfen, ich kann Sie vertreten. Schauen Sie, wir gehen ganz fest davon aus, dass wir den Täter finden werden. Und dann wird ihm der Prozess gemacht und dann wird er seine gerechte Strafe kriegen. Daran werden wir mitwirken. Und im Rahmen der Nebenklage können wir dann auch Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend machen. Dann bitte vertreten Sie mich. Na klar, wir machen das zusammen, okay. Nun lassen wir Sie aber erst in Ruhe, damit Sie wieder zu Kräften kommen. Ja, wir kommen dann noch mal wieder. Okay. Tschüss. Alles Gute. Mit dir kommen sollen. Nein, du kannst nichts dafür. Du hast was verabredet. Das ist doch einfach keine Ahnung. Was halten Sie von dem Fall? Also wir glauben nicht, dass Frau Weyer das einzige Opfer ist. Am besten, Sie kommen mal mit. Wir erklären Ihnen das. Okay. Giorgio Fogliano ahnt nicht, dass hinter dem brutalen Überfall auf Jasmin Weyer und der versuchten Vergewaltigung offenbar ein Serientäter steckt. Die Kriminalbeamten konfrontieren den Anwalt mit erschreckenden Erkenntnissen aus 4 Monaten Ermittlungsarbeit. So, und jetzt haben wir ein Problem, ja? Wir haben ein drittes Opfer.
Täter ist genauso vorgegangen, ja? Schickt ein Kind vor, das Kind sagt, ich habe mich verlaufen. Gibt der Frau einen Zettel und sagt, na, bringst du mich bitte nach Hause. Dann ist das Kind verschwunden und die Frau wird überfallen. Okay, und die beiden anderen Geschädigten, haben die denn irgendwelche Hinweise zu dem Täter gegeben? Leider nicht viele. Also die Frau Schaal konnte fliehen, bevor der Täter sie in die Wohnung zerren konnte. Ja, sie hat uns eine Adresse genannt, aber die Wohnung stand halt leer und die Spur führte ins Nichts. Ja, und die andere Frau wurde tatsächlich vergewaltigt, aber hat so ein schweres Trauma davon getragen, dass sie kaum irgendwelche brauchbaren Hinweise geben konnte. Das heißt, da draußen läuft jetzt jemand frei rum und wenn wir ihn jetzt nicht zur Strecke bringen, dann wird er das immer wieder machen, oder was? Genau, und deswegen müssen wir jetzt ganz schnell handeln. Der einzige Anhaltspunkt ist das Kind. Ja? Wir haben keinen weiteren Hinweis auf den Täter. Wir müssen uns auf die Suche nach dem Kind konzentrieren. Hier gibt es eine Beschreibung, was das Kind angeht? Naja, wir haben sogar schon ein Phantombild. Kommen Sie mal mit. Okay. Also so in etwa wird das Kind beschrieben. Ja? Okay. Und nach dem Kind müssen wir jetzt suchen. Und das Kind führt uns dann möglicherweise zum Täter. Hat das Kind denn auch gegenüber den anderen beiden Geschädigten gesagt, dass es Tim heißt? Nee, Stefan und hier Patrick. Aber wir müssen sowieso davon ausgehen, dass das Kind immer einen falschen Namen genannt hat. Also wir werden jetzt das Phantombild, soweit Frau Weyer zustimmt und das bestätigt, dann rausgeben zur Fahndung intern natürlich. Und dann werden wir mal gucken, ob sich irgendwelche Hinweise ergeben. Okay, also Folgendes. Das ist nur eine Idee, aber ich muss ja meine Mandantin sowieso im Krankenhaus besuchen. Ich muss noch ein paar Details abklären wegen der Mandatierung. Mhm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir eine Kopie davon mitnehme und einfach ihr das zeige? Dann könnte ich Sie sofort darüber informieren, was meine Mandantin zu dem Foto gesagt hat. Nee, das wäre super. Das ist sehr gut. Sie können das mitnehmen. Wir haben noch mehr Bilder. Direkt das, ja? Super. Alles klar. Ich melde mich, sobald ich das gesagt habe, melde ich mich. Okay? Ja. Tschüss. Tschüss. Was bringt einen Menschen nur dazu, ein Kind für solche Zwecke zu missbrauchen? Ich meine, der Junge ist vielleicht 6 Jahre alt. Und der hat doch überhaupt keine Ahnung, woran er sich da gerade beteiligt hat. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall ins Krankenhaus zu meiner Mandantin, denn sie muss ja gucken, ob sie den Jungen wiedererkennt und vielleicht kann sie uns ja dabei helfen, den Jungen zu finden, dass wir letztendlich auch den Täter dann finden können. Gleich am nächsten Morgen will Giorgio Fogliano Jasmin und ihre Freundin Niki zu dem kleinen Jungen auf dem Phantombild befragen. Wenn sie ihn wiedererkennen, heißt das, der Täter benutzt immer dasselbe Kind als Lockvogel. Das würde die Sache vereinfachen. Es geht mir schon besser. Ja, die Nacht war fürchterlich. Ich bin mehrmals schweißgebadet wach geworden. Der Psychologe hat auch gesagt, das wird noch eine Weile anhalten. Maus, du brauchst dich nicht mehr so sehr um mich kümmern. Ich krieg das hin. Du musst zur Uni zurück für die Prüfung. Nichts da. Ich lasse dich jetzt bestimmt nicht mehr alleine. Weißt du, was ich mir für Vorwürfe mache? Wäre ich nicht zu diesem verkackten Date gegangen, wäre das vielleicht alles überhaupt nicht passiert. Das ist Quatsch. Das konnte keiner ahnen, dass sowas passiert. Frau Weyer hat vollkommen recht. Schauen Sie, wir wissen ja nicht mal, ob der Täter bewaffnet war. Wenn er bewaffnet gewesen wäre, dann hätte er statt einem 2 Opfer gehabt. Ja, aber zu zweit hätten wir definitiv eine bessere Chance gegen ihn gehabt. Das ist doch pure Spekulation. Aber ich habe was mitgebracht. Und zwar Folgendes. Schauen Sie. Wir versuchen jetzt, an den Täter zu gelangen, indem wir den kleinen Jungen finden, der sie in die Falle gelockt hat. Und da haben die Polizei jetzt ein Phantom mit erstellt. Und zwar anhand der Angaben der anderen beiden Geschädigten. Wollte ich Sie fragen, würden Sie sagen, das war der Junge, der auch Sie in die Falle gelockt hat? Das ist schwer zu erkennen, das kann man nicht sagen. Nee, also was dem auf jeden Fall fehlt, der kleine Junge, der hatte hier oben Riesenmuttermal. Das sah aus wie ein Pickel, dachte ich. Aber nein, das war ein Muttermal, ganz sicher. Wo genau soll das gewesen sein? Von uns aus rechts, also hier. Okay, gut. Muttermal. Das ist eigenartig, weil ich glaube nicht, dass die beiden anderen Geschädigten das einfach übersehen haben oder vergessen haben anzugeben. Das heißt, irgendwie drängt sich der Eindruck auf, der Täter hat wahrscheinlich einfach mehrere Kinder benutzt. Ich muss auf jeden Fall der Polizei Bescheid sagen, dass sie auch in die Richtung ermitteln müssen. Auf der Fahrt zum Polizeipräsidium kommt dem Rechtsanwalt ein neuer Gedanke zur Vorgehensweise des maskierten Frauenschänders. Giorgio Fogliano erklärt den Kriminalbeamten seine These über die kleinen Lockvögel. Schauen Sie. Die Geschädigten haben ja alle relativ ähnlich den Jungen beschrieben. Mhm. Meine Mandantin und ihre Freundin haben aber gesagt, dass der Junge wohl hier ein ziemlich auffälliges Muttermal gehabt haben muss. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die anderen beiden Geschädigten so was Wichtiges wie so ein Muttermal einfach übersehen haben oder vergessen haben anzugeben. Mhm. Meine Theorie ist also, dass der Täter wahrscheinlich nicht nur ein Kind benutzt hat, sondern tatsächlich mehrere Kinder in seine Pläne eingespannt hat. Ja, das ist natürlich möglich, aber woher hat der Täter denn die unterschiedlichen Kinder? Alle aus seinem Bekanntenkreis? Mhm. Nach meiner Theorie muss er die gar nicht zwingend gekannt haben. Ich meine, wenn er unbekannte Kinder genommen hat, dann ist es auch viel sicherer für ihn gewesen. Aber die Kinder waren alle höchstens 6 Jahre alt. Wie kommt eine fremde Person an diese Kinder, ja? Das würden die Erwachsenen nie zulassen. Das ist vollkommen richtig. Aber
Schauen Sie, es kann ja sein, dass der Täter einfach eine Unaufmerksamkeit der Eltern ausgenutzt hat. Wenn es auf dem Spielplatz war und die Eltern waren mit was anderem beschäftigt oder so, kann es ja sein, dass er kurz hingegangen ist und die kurz entführt hat. Und kurz Zeit später sind die Kinder auch wieder aufgetaucht. Ja, Frau Weyer meinte ja auch, dass der Junge kurz nachdem sie geklingelt hat, gleich die Treppen runtergerannt ist. So als hätte der den Auftrag gehabt, gleich wieder zu verschwinden. Aber warum tun die Kinder das? Bedroht der Täter sie? Ja, ich weiß nicht, ob er sie unbedingt bedroht. Es könnte natürlich auch sein, dass er denen irgendeine Belohnung versprochen hat. Irgendein Spielzeug, Süßigkeiten, irgendwas. Und ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, wie gesagt, das ist ja relativ einfach. Wenn die Eltern nicht aufpassen, spricht er die kurz an, die sind ja kurze Zeit später mal wieder aufgetaucht. Ja, aber auch wenn sie nur kurz weg waren, gibt es bestimmt ein paar Mütter, die panisch geworden sind und die Polizei gerufen haben. Da sollten wir mal die Vermisstenanzeigen durchgehen. Super Idee. Der Blick in die Vermisstenmeldungen der letzten 4 Monate scheint die Theorie zu bestätigen. Also 2 Kinder sind zurzeit vermisst und 1 ist kurze Zeit später wieder aufgetaucht. Und sein Name ist Tim Bach. Muttermal auf der linken Stirnhälfte. Ja, das passt genau. Druck das mal auf. Wir fahren dahin. Das ist der Junge hundertprozentig. Okay. Perfekt. Ich würde sagen, das ist jetzt der absolute Durchbruch. Wenn wir den Jungen finden, und den haben wir jetzt wahrscheinlich gefunden, dann reden wir mit ihm. Der kann uns vielleicht direkt zum Täter führen. Das wäre ja optimal. Die beiden Kommissare Simone Weichsel und Carsten Liebau fahren sofort zu der Wohnadresse der Familie Bach. Der Junge, der mit seinen Eltern auf der Straße spielt, ähnelt dem beschriebenen Tim. Aber wird so ein kleines Kind nützliche Hinweise auf den Täter geben können? Entschuldigung, komm mal hier. Ja, hallo. Sind Sie Herr Bach? Ja, bin ich. Was soll ich tun? Kriminalpolizei, guten Tag. Können wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Und ja. Was ist Ihren Sohn? Los? Hallo. Ja, hallo. Elke Bach. Meine Frau. Es geht um das gestrige Verschwinden von Tim und darum, was er in den 2 Stunden gemacht hat, in denen er verschwunden war. Wir haben von den Kollegen nur gehört, dass er in der Hertha-Straße aufgegriffen wurde und dann nach Hause gebracht wurde. Ja, Moment mal, das muss eine Verwechslung sein. Unser Timmy war nie vermisst gemeldet. Elke, ich muss dir da was sagen. Ich war gestern mit Tim auf dem Spielplatz und ich habe ihn eine Sekunde aus Augen verloren, wo ich mit der Wächter gequatscht habe. Und da war er auf einmal weg. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Du kannst doch nicht unser Kind einfach verlieren, nur weil du wieder mit irgendwelchen Frauen flirtest. Ich habe mit keiner Frau geflirtet, ich habe mich nur unterhalten. Ich habe auch sofort die Polizei gerufen. Die haben Tim dann aufgegriffen und ihn wiedergebracht. Ihm ist ja überhaupt nichts passiert. Ja, und was war in der Zeit, wo er nicht da war? Aber Tim hat mir nichts gesagt. Wo warst du denn in der Zeit, wo der Papa nicht bei dir war? Darf ich nicht sagen. Mir darfst du alles sagen. Ich bin deine Mama. Darf ich mal vielleicht ganz kurz mit ihm reden? Ja. Timmy, komm mal her. Du sag mal, du weißt doch, dass wir von der Polizei sind, ne? Und die Polizei sind immer die Guten. Weißt du, ne? Setz dich mal hin. Du hast doch gestern mit so einem Mann gesprochen. Und der wollte doch von dir, dass du eine Frau zu einer Wohnung bringst und die dann da klingelt. Und dann bist du gleich wieder die Treppen runtergerannt, ne? Was ist denn dann passiert? Dann lagen vor der Tür Gummibären und Schokolade. Und dann hattest du doch einen Zettel, auf dem eine Adresse drauf stand. Weißt du noch, was da stand? Nein, ich kann doch nicht lesen. Okay, und was ist mit dem Zettel? Hast du den vielleicht noch in deiner Tasche oder so? Aber was soll denn das jetzt heißen eigentlich? War mein Kind die ganze Zeit mit einem Verbrecher unterwegs? Keine Sorge, Frau Bach. Die Situation ist ja noch mal glimpflich ausgegangen. Also der Täter hat vermutlich Timmy für seine Zwecke, sagen wir mal, eingespannt. Aber es ist nicht wirklich was passiert. Und was ist jetzt mit dieser Frau? Und was ist das überhaupt für ein Mann? Wir würden das gern in Ruhe auf der Dienststelle klären, nicht hier auf der Straße. Also wir würden Sie bitten, mit Timmy mitzukommen. Können wir das ganz in Ruhe klären? Also der Anwalt lag ja mit seiner Vermutung goldrichtig. Und dank Timmy werden wir jetzt den Täter wahrscheinlich noch weiter auf die Spur rücken oder auf die Pelle rücken. Mal gucken, wir werden jetzt ein Phantombild erstellen lassen, hoffentlich mit Timmys Hilfe, und das dann zur Fahndung rausgeben. Vielleicht kann der Junge sich ja auch an weitere Details erinnern. Zurück auf dem Polizeipräsidium versuchen die Kommissare, von dem kleinen Tim eine Täterbeschreibung zu bekommen. Doch obwohl der 6-Jährige ein aufgeweckter Junge ist und die Erwachsenen Einfühlungsvermögen beweisen, ist das anscheinend aussichtslos. Sag mal, der Mann, der dir die Gummibärchen gegeben hat, weißt du noch, wie der aussah oder hat er seinen Namen genannt? Nein, aber ich kann ihn euch malen. Dazu brauche ich nur Stifte und ein Blatt Papier. Na, dann machen wir das doch. Versteht ihr jetzt richtig? Hat Timmy ihr geholfen, eine Frau zu entführen? Nein, Frau Bach, da machen Sie sich mal überhaupt keine Gedanken. Der Timmy ist 6 Jahre alt, er konnte das gar nicht verstehen. Der Täter hat ihn für sich benutzt und ihn eingespannt. Das ist schlimm genug, aber Timmy kann gar nichts dafür. Aber
Das ist doch schrecklich. Die Frau wollte meinem Timmy helfen und dabei wurde sie in eine Falle gelockt. Da muss man doch irgendwas machen können. Frau Bach, ganz ehrlich, das ist genau die Masche von so einem Täter. Wissen Sie, der hat mehrere Kinder dafür ausgenutzt. Das ist... Darf ich mal schauen, Timmy? Danke dir. Ein bisschen was fehlt ja dann noch, ne? Schau mal, kannst du uns vielleicht sagen, welche Farbe die Augen von dem Mann hatten? Nee? Und vielleicht, welche Farbe die Haare hatten? Oder ob der vielleicht einen Bart hatte, einen Schnurrbart oder eine Brille? Weißt du, wie alt der Mann war? War der so alt wie der nette Polizist? Oder so alt wie dein Papa? Oder viel älter? Älter. Naja, für ein Phantombild reicht's natürlich nicht. Vermutlich nicht. Aber wir haben ja immerhin die Straße. Das heißt, wenn wir ihn mitnehmen und die Straße abfahren, vielleicht erkennt er das Haus wieder, wo er die Frau hingebracht hat. Mhm. Naja, wir sollten nichts unversucht lassen, ne? Was meinst du, Häuptling? Hast du Lust, ein bisschen mit uns mit dem Auto zu fahren? Ja. Und uns zu helfen? Ja. Ja? Na dann. Komm. Ja, also, auch wenn der Kleine uns jetzt nicht wirklich bei der Täterbeschreibung helfen konnte. Das ist ein pfiffiger kleiner Junge. Ich gehe davon aus, dass er uns wenigstens den Ort ungefähr eingrenzen kann, wo der Tatort war. Schauen wir mal, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.